So, einen wunderschönen Sonntagabend zusammen. Darf ich Sie recht herzlich begrüßen zur heutigen Pressekonferenz, dem ersten Heimspiel in der Aufstiegsrunde zwischen Buchloe und Bad Aibling. Ich darf auf Seiten der Gäste den Trainer Manfred Sasiatvolk begrüßen. Christopher Lechner auf unserer Seite. Ein enges Spiel, ein heißer Tanz, 60 hart umkämpfte Minuten mit dem Sieger ESV Buchloe am Ende. Herr Sasiatvolk, ein paar einschätzende Worte zu den letzten, ja doch etwas nervenaufreibenden 60 Minuten. Ja, für mich als Trainer ist das nervenaufreibend gar nicht da, sondern die Mannschaft muss einfach ruhig sein. Und wenn ich ruhig bin, ist die Mannschaft ruhig. Dann kann ich es ein bisschen dagegenhalten. Das Problem ist halt immer dasselbe, wenn du kein Tor schießt oder wenn deine zwei Torjäger nicht dabei sind, wo halt pro Spiel mal eins oder zwei schießen, hast du in unserer Mannschaft ein Problem. Sie haben sich gut verkauft bis zum Schluss. Nein, dass Buchloe stärker war, das wissen wir, aber so ein Pünktel hätten wir uns schon erhofft, wenn wir ein bisschen Glück kommen, praktisch am Schluss bei so einem Spiel und dann kannst du einen Punkt holen. Aber hat nicht gereicht, haben wir nicht geschafft. Muss man ja einer gratulieren an den Gegner, das haben sie eigentlich gut gespielt. Dankeschön. Ja, erstmal durchschnaufen, ja, ich geht auch für dich auch. Es ist der Heimsieg geworden, es ist das perfekte Wochenende, Auftaktwochenende geworden. Auch wenn es zäh war, die Mannschaft für mich hat einen überlegenen Eindruck heute gemacht. Einziges Manko, vielleicht so ein bisschen die Chancenauswertung, oder? Wie hast du die Partie heute gesehen? Ja, erstmal guten Abend an alle. Ja, ich denke, wir haben gut losgelegt, hatten gleich genügend Chancen eigentlich, das Spiel in die richtige Richtung zu bringen. Und haben dann eigentlich mit dem ersten Torschuss von denen, das nicht wirklich eine Torschuss war, das 0-1 kassiert. Das hat natürlich dem Gegner ein bisschen in die Karten gespielt und uns ein bisschen aus dem Tritt gebracht. Danach haben wir eine Zeit lang einfach viel zu wild versucht, das mit der Brechstange zu reparieren. Sind dann zu viel vom Plan, eigentlich Plan abgewichen. Aber ja, nichtsdestotrotz, wir haben dann eigentlich schon gut gespielt. Im zweiten Drittel hatten wir mehr als genug Chancen, das Spiel in die richtige Richtung zu lenken. Haben die leider nicht genutzt. Defensiv eigentlich dann deutlich besser gestanden, eigentlich kaum was zugelassen. Aber ja, wir wussten von vornherein, dass Bad Aibling ist eine grundsolide Mannschaft, die nur auf ihre Chancen lauert. Wenn sie die kriegen, dann wissen sie die eigentlich auch zu nutzen. Deswegen mussten wir immer auch auf die Konter aufpassen und Strafzeiten eigentlich vermeiden. Wenn man die Chance nicht macht, dann ist es bis zum Ende so knapp. Aber sind wir froh, die drei Punkte sind die Priorität Nummer eins. Das ist jetzt top, dass wir mit 6 Punkten gestartet sind. Da muss man auch mal zufrieden sein. Es hätte einfacher gehen können, aber der Gegner ist einfach auch gut. Die sind nicht umsonst Vierter geworden. Und ja, wenn man die Chance nicht nutzt, dann wird es eng und nerven auf rein wie heute. Aber jetzt muss man das nochmal machen. Danke. Herr Sasiatvolk, Sie haben es angesprochen, zwei wichtige Spieler haben gefehlt. In meinen Augen der mit stärkste, den ich bei euch die zwei Spiele, die wir gegeneinander gespielt haben, war Tobi Flach. Einerseits die Frage, wieso hat er heute gefehlt? Andererseits würde mich interessieren, wie es eurem Spieler geht, der sich im Spiel kurz vor Weihnachten war. So relativ schwer augenscheinlich verletzt hat, ob es da schon irgendwelche Neuigkeiten gibt. Ja, die gibt es. Also Tobi Flach hat mal auf dem Darm, der wird hoffentlich nächste Woche wieder dabei sein. Aber das ist halt kurzfristig passiert. Ja. Brauchst du nicht mitnehmen, auch wenn das 2 oder 3 Tage her ist. Und beim Seidel, den haben sie operiert am 8. Januar. Der fällt halt aus. 3-4 Monate und dann muss man schauen, wie es ihm geht. Und für das Programm oder die Schulter kaputt ist, weiß ja jeder, wie lange das dauert und die Zeit muss man geben und dann werden wir schauen, wie das nächste Jahr ausschaut. Alles klar, danke für die Information. Natürlich auch an beide feste Genesungswünsche. Der eine wird, denke ich, relativ schnell vielleicht zum nächsten Wochenende schon wieder dabei sein. Oder fürs Rückspiel. genau, und dann, wie gesagt, Rückspiel haben wir noch in Bad Aibling. Das war vor Weihnachten schon eine ganz enge Kiste. Christopher, vor dem Rückspiel stehen aber jetzt am nächsten Wochenende erstmal zwei andere harte Brocken an, die heute im Duell gegeneinander gespielt haben. Freitag kommt Hassfurt, war die Top-Mannschaft der Gruppe 1. Sonntag geht es nach Kempten. Derby, da ist sowieso eigentlich jedes Wort, das man sagt, zu viel. Da
denke ich, weiß jeder, um was es geht. Was erwartest du dir vom nächsten Wochenende, auch mit diesem 6-Punkte-Wochenende jetzt im Rücken? Ja gut, erstmal ist es jetzt schon mal wichtig, dass man dem Wochenende alle Punkte mitgenommen haben. Das nimmt natürlich ein bisschen Druck vom nächsten Wochenende raus. Ja, aber in der Runde sind sowieso jetzt alle Spiele schwierig. Gut, wir wissen, denke ich, einigermaßen, was uns erwartet. Haswurt hatte totale Offensive, aber wir haben jetzt auch gute Defensive. Also dann schauen wir mal. Könnte interessant werden. Ja. Ein halbes Handballergebnis gibt es in Kempten heute. Wir werden auf jeden Fall gegen Haswurt versuchen, defensiv den Griff zu kriegen und offensiv, kriegen wir unsere Chancen und die müssen wir nutzen. Und da gehen wir ganz klar mit dem Ziel, im Spiel zu Hause die 3 Punkte zu holen. Und dann gegen Kempten, das wird, denke ich, dann auch ein lustiges Spiel am Sonntag. Da freuen wir uns auch schon drauf. Ich denke, das wird auch auf Augenhöhe sein. Und da heißt es dann konzentriert arbeiten, Kleinigkeiten richtig machen. Dann können wir damit sicher auch was mitnehmen. Aber wir schauen eigentlich von Spiel zu Spiel. Und jetzt sind wir froh, dass wir an dem Wochenende gleich die Punkte, maximalen Punkte mitgenommen haben und gehen ins nächste Spiel rein und wollen da wieder 3 Punkte holen und dann kommt irgendwann Kempten. Okay, alles klar. Glückwunsch nochmal an dich, an die Mannschaft. Ich denke, mit der Ausbeute kann man wirklich zufrieden sein. Ich wünsche den Gästen eine gute Heimreise. Wir sehen uns im Rückspiel. Ich wünsche Ihnen allen den restlichen schönen Sonntagabend. Würde mich freuen, wenn wir Sie am Freitag dann hier wieder begrüßen dürfen gegen die Hawks aus Haswurt. Und in diesem Sinne, danke fürs Kommen und einen schönen Abend. Vielen Dank.